In der heutigen Minecraft-Challenge kann ich alles einfach schmelzen. Dabei kann ich aus manchen Items und Blöcken Custom-OP-Items bekommen. Kann ich es schaffen, alles zu schmelzen und in einem möglichst nicen Endfight den Enderdrachen zu besiegen? Sollte dir das Video gefallen, unterstütze mich gerne mit einem Like oder einem Kommentar für den YouTube-Algorithmus. Los geht's und ich möchte möglichst schnell, was ist das denn, meinen ersten Ofen haben. Hier fließt direkt mal Wasser auf mich drauf. Wir holen uns hier erstmal Holz und da hinten haben wir dann direkt Stein, um den ersten Ofen craften zu können. Denn wir können heute wirklich alles im Ofen schmelzen und durchbraten. Und das möchte ich natürlich so schnell ich kann einfach mal ausprobieren. Erstmal eine Steinspitzhacke und dann aber als nächstes direkt einen Ofen. Perfekt. Oder nee, ich mache mir erstmal noch die Axt, damit ich, wenn ich mein Holz verbrenne, nicht gleich wieder mit der Hand abbauen muss. Dann haben wir auch direkt noch ein bisschen mehr Holz. Und dann fangen wir doch einfach mal mit einem Kürbis an. Holz kommt unten als Brennstoff rein und dann der Kürbis ganz normal einfach oben in den Ofen. Selbstverständlich kann man auch einen Kürbis heute durchbraten. Und bei einem Kürbis bekommen wir zum Beispiel jetzt ein Bett. Und das Bett kann ich auch wieder durchbraten. Und da bekommen wir eine Akazienholzfalltür, die ich auch wieder reinpacke. Ihr merkt schon, bei den meisten Items bekommt man random Sachen, wenn man sie durchbrät. Man kann halt wirklich alles durchbraten, was es gibt. Hier haben wir noch einen Setzling, den würde ich auch direkt mal reinpacken. Und der ist blockiert. Okay, wenn der blockiert ist, heißt das, wir brauchen einen besseren Ofen dafür. Das ist gut zu wissen, denn es sind natürlich nicht alle Sachen random, sondern wir haben auch einiges an Custom-OP-Items heute da. Also machen wir uns direkt mal zu Beginn einen besseren Ofen. Dafür machen wir uns einen ganz normalen Ofen und braten den dann wieder durch. Und dann bekommen wir einen neuen roten Level-1-Ofen. Oh mein Gott, sieht der jetzt schon wieder komisch aus. Jetzt fängt der weirde Part der Challenge an. Wie nice. Dann probieren wir es hier nochmal mit dem Setzling. Weil da war ja irgendwas Besonderes mit. Hier funktioniert es jetzt auch, weil wir jetzt einen besonderen Level 1 Ofen haben. Und wir bekommen einen verbrannten Setzling. Okay, das ist das erste richtig nice Item, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Item ist, aber sieht richtig weird aus. Einfach einen verbrannten Setzling. Und hier steht, wir können den auf Gras platzieren. Dann machen wir das einfach mal. Oh mein Gott. Gott, ist einfach ein riesiger Netherbaum. Das sieht eigentlich aus wie ein Setzling, einfach in groß. Okay, dann baue ich mir hier ein bisschen Holz ab. Warum nicht? Und der ist sogar auch massiv gebaut. Und hier ist eine Kiste. Okay, ich habe mir schon fast gedacht, dass hier noch was drin ist. Hier bekommen wir richtig viel Holz. Und Kohle ist natürlich auch nicht schlecht. Da haben wir direkt mal richtig viel Material, um mal richtig schön was durchbraten zu können eigentlich. Ich mache mir mal ein Steinschwert. Dann haben wir nämlich die Steintools fertig. Und dann packen wir einfach mal die Steintools in den Ofen. Warum denn nicht? Wir schmelzen einfach mal ein Steinschwert im Level 1 Ofen. Und wir bekommen... Oh, das ist auch ein Custom-Item. Heißes Schwert. Rechtsklick, um Feuerball zu schießen. Wie cool sieht das denn aus? Wir haben einfach ein glühendes, heißes Schwert. Und wir können Feuerbälle schießen. Das erste richtige OP-Item, würde ich sagen. Ich will direkt die anderen Steintools auch noch durchbraten. Die Axt hinterher. Und wir bekommen 5 brauchbare Tränke, die wirkungslos sind. Das wirkt eher wie ein Random-Item. Aus der Axt wird also kein Custom-Item. Dann probieren wir es nochmal mit der Spitzhacke. Und damit bekommen wir, oh mein Gott, ja, eine heiße Spitzhacke. So wie das heiße Schwert haben wir jetzt auch eine glühende Spitzhacke, mit der wir ganz normal abbauen können. Das ist natürlich cool. Okay, ich habe eine Vermutung. Können wir damit direkt durchgebraten abbauen? Ja, ich meine natürlich durchgeschmolzen. Aber so kommen wir direkt an durchgeschmolzenes Eisen. Mega gut. Ich brate mal hier so ein Ding durch. Ich brauche langsam was zu essen, merke ich gerade. Vielleicht sollten wir auch gleich lieber weiterziehen und ein Dorf suchen. Oder wir bekommen jetzt random zu essen. Oder wir bekommen grünen Trockenbeton. Okay, ich würde sagen, wir packen mal die Sachen zusammen und suchen uns ein Dorf. Okay, der Ofen dauert extrem lange abzubauen. Ich hoffe, wir bekommen den überhaupt. Und damit ist der Ofen weg. Wir bekommen ihn leider nicht. Schade. Dann müssen wir uns gleich nochmal einen neuen Ofen durchschmelzen. Aber das geht ja auch schnell. Erstmal mache ich mir wieder eine Axt, weil ich hätte eigentlich schon gerne eine Axt. Die wurde mir einfach abgenommen. Und dann laufen wir mal ein bisschen hier rum und suchen uns einen Lavasee oder ein Dorf. Da hinten haben wir Savanne. Dann laufe ich einfach mal in Richtung Savanne, würde ich sagen. Und ich hoffe, dass wir relativ schnell ein Dorf finden, denn ich habe jetzt schon gut Hunger. Oder wir gehen auf dem Weg noch ein bisschen auf Fleisch. Das würde natürlich auch gehen. Das würde eigentlich sogar ziemlich gut gehen. Ich habe ja das Schwert, mit dem ich Feuerbälle schießen kann. Da müssen wir nur noch hinlaufen und uns das gebratene Fleisch einsammeln. Wie nice. Direkt erstmal voll essen. Und dann suchen wir gestärkt weiter nach einem Dorf und holen uns auf dem Weg noch einiges an Essen mit. Und ich mache mir einfach auch mal ein Bett und wir schlafen hier. Und hier ist ein Lavasee. Okay. Hier könnten wir also in den Nether gehen. Ich merke mir schon mal die Koordinaten auf jeden Fall. Noch ist es allerdings noch ein bisschen zu früh dafür. Ich habe bisher ja nicht mal den Eimer. Oh, und da oben ist ein Haus. Okay, ich bin fast vorbeigelaufen. Ich habe es erstmal gar nicht entdeckt. Hier haben wir ein Dorf. Da unten ist das nächste Haus. Also geht das Dorf wohl hier so runter. Da können wir hier ein bisschen Weizen und Eisen mitholen. Und da hinten ist auch noch ein Ruined Portal und eine Schmiede. Das ist ein richtig gutes Dorf. In der Schmiede haben wir eine Eisenspitzhacke, Brote und Obsidian. Vielleicht für ein Rückportal relevant. Mal gucken. Wir gehen erstmal auf den Eisengolem. Brennen! Er merkt nicht mal, dass ich das schuld bin. Der Arme irgendwie. Aber so kriegen wir den irgendwie besiegt. Ja, er ist down und wir haben, ich glaube, 5 Eisen bekommen. Mega gut. Und wir können uns hier direkt mal einen neuen Ofen durchbraten. Klingt irgendwie immer noch komisch. Da habe ich mich irgendwie immer noch nicht dran gewöhnt so richtig. Ich mache mir einen Eimer und direkt auch ein Schild hinterher. Und dann benutzen wir hier einfach mal ein bisschen die Lava dafür.
Da haben wir wieder unseren Level 1 Ofen. Ich würde mich jetzt aber erstmal um Essen kümmern und dann natürlich auch alles, was ich bekomme, durchbraten. Aber ich sehe hier weit und breit keine Weizenblöcke leider. Okay, dann nehme ich hier wenigstens die Weizen hier mit, damit ich die wenigstens mal durchbraten kann. Und hier in der Kiste haben wir nochmal Brote. Dann packe ich einmal Weizen in den Ofen, in der Hoffnung, dass ich dabei irgendwie Essen bekommen kann. Und wir bekommen Toast. Okay, ich würde mal behaupten, das ist Essen. Richtig weirdes Essen, aber dann packe ich mal alles rein, was wir haben. Ich habe einfach ein Toastbrot in der Hand. Direkt mal essen. Und das schmeckt eigentlich. Ist irgendwie richtig weird, in Minecraft einfach Toast zu haben, aber gefällt mir. Und so bekommen wir jetzt noch einiges an Essen. Während das hier noch durchbrät, gehen wir mal zum Ruin Portal rüber. Und da ist auch noch ein Lavasee. Okay, hier können wir gleich in den Nether. Der ist deutlich näher dran als den wir eben gefunden haben. Und in der Truhe haben wir noch mehr Obsidian. Oh, ein paar Goldrüstungsteile, Bizacke und so weiter. Okay, wenn wir noch Weizen finden, ich nehme einfach mal alles mit. Die Rüstung hat auch keinen Fluch der Bindung, also kann ich die direkt mal anziehen. Und mittlerweile sind auch die Toastbrote alle durchgebraten. Ich packe einfach mal noch hellgraue Wolle rein, weil wir haben jetzt von der Lava noch ein bisschen Power übrig. Die sollten wir noch ein bisschen wenigstens nutzen, würde ich sagen. Dann bekommen wir schwarze Keramik. Die brauche ich jetzt eigentlich nicht. Egal, wir packen einfach mal noch ein Weizenkorn rein und schauen einfach mal, was wir so rausbekommen. Steinkohle nehme ich mit. Und ich merke gerade, wir bekommen auch alles fünfmal, weil wir jetzt einen Level 1 Ofen haben. Vielleicht sollten wir den Ofen dann bald wieder aufleveln. Dann bekommen wir anscheinend immer mehr von den Random Items raus. Und für das ein oder andere Custom Item brauchen wir sogar einen besseren Ofen. Und der letzte Seed bringt uns nochmal geschnittene rote Sandsteinstufen. Brauchen wir auch nicht. Wir haben fast nur Quatsch bekommen aus den Seeds. Aber immer ein bisschen Steinkohle, um später wieder weiter durchzubraten, nicht verkehrt. Wir könnten, wenn wir hier im Dorf sind, vielleicht noch einen Emerald durchbraten. Ich habe ja sogar Flint. Wir können uns ganz einfach einen Bogner ranholen. Ein Bognertisch. Damit habe ich meinen Emerald. Ich brauche eigentlich wirklich nur einen. Den packen wir direkt auch wieder weiter in den Ofen. Und wir bekommen ein Spawn-Ei, ein Schmieden-Spawner. Was ist ein Schmieden-Spawner? Dann würde ich sagen, spawnen wir einfach mal die Schmiede. Ah, ein Villager. Ein Schmied können wir so spawnen, der richtig günstig Eisenrüstung verkauft. Warte mal, wir haben die Steinkohle. Ich besorge dir schnell Kohle und dann kaufe ich einfach eine komplette Eisenrüstung ab. Ich meine, wenn die so günstig ist, warum nicht? Gib mir direkt mal die Eisenrüstung. Oh, ich kann sie nur einmal traden, okay? Kein Problem, ich brauche auch nicht mehrere eigentlich. Perfekt. Oh mein Gott, warte mal, warte mal. Der greift mich einfach an. Lass mich doch in Ruhe. Oh mein Gott, ich habe ein Herz. Ich bin fast gestorben einfach. Geh weg. Lass mich bitte in Ruhe. Okay, er brennt eh schon. Wie kann ich ihn denn jetzt töten? Erstmal essen. Erstmal will ich meine Leben zurückhaben. Was war das denn jetzt? Ganz uncool, mein Freund. Und jetzt muss ich mich wohl oder übel ein bisschen runterbauen, um dran zu kommen. Ich weiß nicht, was er für eine Reichweite hat. Okay, ich komme dran, er nicht. Dann baue ich mich mal nicht weiter runter und critte ihn mal nicht, sondern hau ihn ganz normal so weg. Und da ist er endlich down. Er hat richtig viel Leben auch noch gehabt. Was sollte das denn jetzt wirklich? Okay, Eisenrüstung ist schön, aber dafür zu sterben war eigentlich nicht mein Plan. Oh mein Gott, hier ist ein Enderman. Hallo Enderman. Ich möchte deine Perle haben. Perfekt, direkt getroppt. Nice. War nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte, aber wir haben die Eisenrüstung. Also sollte ich mich vielleicht auch nicht unbedingt beschweren. Warte mal, sollen wir die Eisenrüstung durchbraten? Oh, wir können die Eisenrüstung in dem Ofen gar nicht durchbraten. Das heißt aber, wir bekommen kein Random-Item, sondern ein Custom-Item dadurch. Okay, dann mache ich mal einen neuen Ofen und wir leveln mal den Ofen auf. Es wird wohl langsam wieder Zeit dafür. Und dann bekommen wir den nächsten Ofen und der sieht golden aus. Okay, nehme ich gerne mit. Ein Level-2-Ofen direkt mal aufstellen und dann probieren wir das nochmal mit der Rüstung und jetzt klappt's. Wir bekommen durch diesen Helm jetzt ein Custom-Item. Und zwar... Oh mein Gott, sieht das cool aus. Einen geschmolzenen Helm. Okay, wir haben einfach den Eisenhelm geschmolzen. Direkt mal anziehen. Und das sieht richtig komisch aus. Und wir haben Feuerschutz. Okay, wir sollten definitiv gleich auf in den Nether. Aber erstmal werde ich die komplette Rüstung jetzt durchbraten. Geschmolzene Schuhe, eine geschmolzene Hose und die geschmolzene Brustplatte. Und dann haben wir einfach eine komplett geschmolzene Eisenrüstung mit einem glühenden Schwert dazu. Wie nice. Okay, ich möchte gerne noch einen Feuerstein ausprobieren. Vielleicht bekommen wir irgendwie direkt ein Feuerzeug oder sowas. Oder 16 Äpfel. Okay, wie wäre es mit Obsidian? Ein brennendes Portal. Das sieht so komisch aus. Das Item heißt einfach brennendes Portal und es sieht aus wie ein Nether-Portal in meiner Hand. Ich würde mal vermuten, wir können das jetzt einfach so platzieren, oder? Dann probieren wir das einfach erstmal hier aus und laufen nicht direkt zu dem Lavasee. Oh mein Gott. Gott, wir haben einfach ein Portal gespawnt, was auch einfach schon brennt. Wir brauchen dafür weder einen Eimer noch ein Feuerzeug. Und das Item ist noch da. Ich kann jetzt einfach überall Portale hinspawnen. Das klingt doch gut für ein Rückportal, würde ich sagen, oder? Nice. Es wird Zeit und wir gehen einfach mal rein in den Nether. Hallo Nether, wo sind wir denn hier? Das sieht ja gar nicht schön aus. Direkt in einem Basaltdelta gelandet. Okay, wir haben immerhin Feuerschutz. Ich kann einfach in die Lava gehen. Warte mal, ich stehe auf der Lava. Ich kann über Lava laufen wieder. Oh mein Gott, das feiere ich richtig. Ich kann einfach über Lava laufen. Das heißt, ich möchte gerne hier runterkommen, um auf dem Lavasee laufen zu können, weil da unten könnten wir deutlich besser erkunden. Ich würde sagen, ich verschwende einfach mal mein Boot und wir fahren einfach mal runter auf die Lava. So macht man das doch ungefähr. Okay, wir sind gelandet, das Boot ist weg und wir können laufen. Ich stehe einfach auf einem Lavasee und hier ist direkt ein Warp Forest, sehe ich gerade. Okay, da habe ich auch kein Problem mit. Der ist aber hier unten nur richtig klein irgendwie. Hier hinten geht es noch weiter und da ist auch eine Festung direkt. Hier können wir direkt an die Blaze Rods rankommen und hier
hier an die Enderperlen. Perfekt. Jetzt müssten nur hier irgendwo auch mal Endermen spawnen. Das wäre ganz cool. Hier haben wir endlich einen. Ich mache mir ein neues Boot. Dann setzen wir dich mal da rein und dann geht es rauf auf die Enderperlen. Oh, und hier ist ein Ruined Portal. Da schaue ich auch nochmal rein. Hier haben wir einen Goldapfel, nehme ich gerne mit. Und den Rest brauche ich eigentlich nicht unbedingt. Wir könnten höchstens noch hier das Gold mitnehmen und ein bisschen traden. Hier sind nämlich direkt zwei Goldblöcke. Das machen wir einmal. Perfekt. Dann würde ich das jetzt eigentlich gerne sofort traden. Falls wir dadurch Enderperlen bekommen, müssten wir dann weniger Endermen töten. Da oben chillen ein paar Picklins. Wir ziehen einfach den Goldhelm an. Alles rein da und ich werde euch in der Zeit verteidigen. Perfekt. Und haben wir da Enderperlen irgendwo? Ich glaube, da liegen noch keine Enderperlen. Ein paar Strings haben wir bekommen. Warte mal, wir könnten noch einen Bogen durchbraten, denke ich gerade. Den Bogen kann ich schon machen, nur einen Ofen kann ich gerade leider nicht machen. Haben wir hier irgendwo Blackstone? Oder habt ihr mir vielleicht Blackstone getradet? Die sind jetzt eh durch. Wir gehen mal gucken. Keine Enderperlen, aber ein paar Pfeile und aber auch kein Blackstone. Hier ist doch Blackstone. Dann mache ich mir einen Ofen. Und ich würde sagen, Brennstoff haben wir hier auf jeden Fall genug. Und wir packen einfach mal den Bogen rein. Oh, der funktioniert auch nicht. Heißt aber auch, dass wir ein Custom-Item bekommen durch den Bogen. Dann müssen wir den Ofen wieder aufleveln. Erstmal einen Ofen durchbraten. Funktioniert das jetzt? Nein, wir brauchen noch einen höheren Ofen. Okay, dann brauche ich erstmal auch noch mehr Blackstone, aber jetzt bin ich richtig gespannt. Ich hoffe, der ist richtig schön OP, der Bogen. Ein neuer Ofen. Den braten wir natürlich erstmal wieder durch. Und jetzt können wir den Bogen durchbraten. Also einmal Lava dazu und jetzt bin ich richtig gespannt. Ein Bogen geschmolzen im Level 2 Ofen bringt mir einen Feuerbogen. Okay, der sieht richtig weird aus. Linksklick für Multishot. Okay. Okay, das ist ein normaler Schuss. Und wenn ich links klicke, dann fliegen drei Pfeile. Und das geht relativ schnell. Das geht richtig schnell. Wir haben so einen krassen OP-Bogen. Und ich frage mich gerade, wenn wir drei Pfeile schießen, zählt vielleicht nur der Pfeil in der Mitte? Wenn ich jetzt hier so hinschieße... Oh mein Gott, ich kann einen Enderman mit einem Pfeil abschießen. Lass mich in Ruhe. Der droppt viel. Okay, wir haben mehr als genug Enderperlen. Der Bogen hat auch noch Looting drauf. Der Bogen ist richtig OP einfach. Damit haben wir also direkt mehr als genug Enderperlen. Jetzt brauchen wir noch die Blaze Rods. Die Festung haben wir ja schon gefunden. Ich würde mir allerdings gerne den Ofen mitnehmen. Ich hole mir kurz noch mal ein bisschen mehr Blackstone und wir braten den Ofen durch, weil dann droppt der ja immer. Und dann können wir den Level 3 Ofen mitnehmen. Einmal in den Ofen damit. Und dann packen wir alles zusammen. Und wie nice sieht der aus? Der Level 3 Ofen ist einfach aus Diamant. Okay, ich bin gespannt, was wir damit noch durchbraten können. Aber jetzt gehen wir erstmal zur Festung. Und dann gehen wir rauf da. Oh mein Gott, hast du mich erschreckt. Ich habe ihn schon gehört, deswegen bin ich aber ein bisschen runtergegangen und wollte mich drumherum bauen. Und dann landet er einfach vor mir. Gut, dass er mich nicht geschlagen hat, das fand ich nett. Dann kommt der Nächste. Den machen wir mal mit dem Bogen weg, würde ich sagen. Ja, weg mit dir natürlich auch. Da kommt direkt der Nächste. Wie viele sind hier denn? Und dann gehen wir rauf auf die Festung. Hier haben wir die nächsten Feinde. Jetzt nicht mehr. Und ich höre schon Blazes hier überall. Weg mit euch. Und wir bekommen richtig viele Blaze Rods wahrscheinlich auch, oder? Ja, wir haben einfach 21 Blaze Rods. Okay, wir haben eigentlich mehr als genug. Wir können einfach schon rausgehen. Dann gehen wir einfach mal hier raus. Und wir können uns jetzt natürlich jederzeit und überall einfach so ein Rückportal hinstellen. Allerdings gibt es noch eine Sache, die wir im Nether unbedingt bekommen müssen. Und zwar eine Gasträne. Denn mit der weiß ich sogar, dass wir ein Custom OP-Item bekommen können. Und das möchte ich ungern verpassen. Also suchen wir mal noch einen Gast. Oh, hier kommt ein Soul Sand Valley. Eigentlich kein besonders schönes Biom, aber zum Gast jagen natürlich nicht verkehrt. Und ich höre auch schon Gast. Da oben haben wir unseren Kooperationspartner. Das Problem ist nur, der soll jetzt nicht über der Lava sterben, weil ich brauche ja die Gasträne. Wir springen einfach mal hier runter. Das sollte nicht so viel Fallschaden geben. Dann schaue ich, dass wir Platz im Inventar haben. Und dann töten wir den Gast schön von unten. Oh, das war knapp. Da war sie. Ich habe sie nicht bekommen. Schade. Keine so gute Idee offensichtlich. Und ich höre aber schon den nächsten Gast. Da hinten. Der schwebt wieder über der Lava. Er kommt aber jetzt an Land. Ich schieße einfach mal. Und er hat getroppt. Da liegt die Gasträne. Meine. Wir gehen damit erstmal raus aus dem Nether. Zurück in einer Höhle in der Overworld. Und hier sind einfach 100.000 Creeper überall. Weg mit euch. Hier kommen noch ein paar Zombies. Und dann haben wir schön hier aufgeräumt. Oh, und hier ist ein Spawner einfach. Und in den Truhen haben wir so ziemlich nichts drin eigentlich. Können wir ein paar Brote mitnehmen höchstens. Oh, oder Moment. Ich kann mir wenigstens noch ein paar Toast gleich braten. Ich muss ja sowieso die Gasträne noch durchbraten. Ich möchte mir nur noch gerne die Sachen sammeln, die ich gleich durchbraten möchte. Da der Emerald ja schon gut geklappt hat und wir gerade in einer tiefen Höhle sind, würde ich gerne noch Diamanten suchen wollen. Oh, da oben ist ein Diamant. Aber hinter mir ist gerade einiges leider hinterher. Also erstmal aufräumen. Und dann holen wir uns schön den ersten Diamanten. Und da ist auch direkt der zweite. Und sogar auch der dritte. Und dann haben wir direkt drei Diamanten. Nice. Dann wird es jetzt Zeit für den Level 3 Diamantofen. Wir fangen an mit der Gasträne. Ich würde mir mal hier die Lava ausleihen. Und dann schauen wir mal, was wir da rausbekommen. Eine geschmolzene Gasträne ergibt... Oh mein Gott, sieht das komisch aus. Einen gekochten Gast. Rechtsklick zum Ausrüsten. Ich werde aber gerade angegriffen, wie sich das hier anhört. Weg mit dir, danke. Okay, wir haben einfach einen Gast gekocht. Rechtsklick zum Ausrüsten. Okay, das sieht richtig komisch aus. Wir haben einfach einen Mini-Gast auf dem Kopf. Wieso, weiß ich nicht. Aber ich finde es irgendwie richtig nice. Direkt weitermachen. Ich will einen Diamanten durchbraten. Und das bringt mir gar nichts. 64 Spinnen-Spawn-Ei will ich nicht haben. Danke. Wir haben noch zwei. Wie wäre es mit einem Diamantschwert? Wir probieren es aus. Und wir bekommen...
Ein Sonnenschwert. Rechtsklick, um Feuerfähigkeit anzuwenden. Das finde ich klingt gut. Und das hat auch immerhin 8 Angriffsschaden. Wir machen Rechtsklick. Oh mein Gott. Ich kann richtig Feuer damit schießen. Die armen Fledermäuse. Ich kann aber nichts dafür. Ich habe einfach einen Gast auf dem Kopf und ein Sonnenschwert. Das sieht richtig krass aus, finde ich. Okay, das hat also ganz gut geklappt. Wie wäre es mit einer Blaze Rod? Ich meine, wir haben ja genug. Okay, nee, das bringt mir auch nichts. Eine Enderperle bringt auch nichts. Alles klar. Dann mache ich mir 8 Enderaugen und wir braten davon eins durch. Oh, das bringt was. Auge der Glut. Ich habe einfach ein rotes Enderauge in der Hand. Das Auge der Glut. Und es ist auch noch verzaubert. Okay, ich habe keine Ahnung, was das bringt. Aber das probieren wir gleich in Ruhe noch aus. Erstmal würde ich gerne noch alle Eisentools einmal schmelzen. Das Schwert würde ich mal lassen, weil wir haben ja schon das Sonnenschwert. Das möchte ich gar nicht ersetzen. Wir packen die Axt rein. Oh, die Axt ist auch noch ein Custom-Item. Eine Flammenaxt. Rechtsklick, um Feuerfähigkeit anzuwenden. Ich packe die Eisenspitzhacke schon mal rein in der Zeit. Und wir probieren natürlich die Feuerfähigkeit auch aus. Oh mein Gott. Die sieht noch cooler aus, finde ich. Das gefällt mir richtig gut. Dann gehen wir hier zu den Mobs hin und zünden die einfach an. Und das Feuer fließt sogar die Stufen hoch. Das ist so verdammt cool einfach. Die heutige OP-Challenge macht einfach schon wieder so verdammt viel Spaß. Und die Schallplatte, die brauchen wir wirklich nicht. Warte mal, ich hatte meine Spitzhacke reingepackt. Ich bekomme einfach Schallplatten raus. Ich brauche doch keine Schallplatten. Okay, ich brate mir erstmal nochmal ein paar Toastbrot. Oh, und wir können auch ausprobieren, die Rüstung nochmal durchzubraten. Wir bekommen den Vulkanhelm. Wir haben eine richtig nice Rüstung. Ich habe einfach einen roten Vulkanhelm an. Shift halten, um Explosionsfähigkeit anzuwenden. Okay, wir müssen erstmal die Rüstung komplett durchbraten, weil ich habe gerade keine Ahnung und wir stehen hier mitten in der Höhle. Das ist so cool einfach. Wir bekommen eine komplette Vulkanrüstung. Wie OP sehen wir bitte gerade aus? Das macht so Spaß, hier einfach durchzulaufen und alles wegzubrennen. Und hier kommen wir vielleicht ein bisschen höher. Nee, hier ist Ende. Okay, ich würde vorschlagen, wir gehen einfach im Nether höher, weil wir können ja jederzeit in den Nether gehen. Zurück im Nether. Und jetzt müssen wir nach oben. Oder können wir vielleicht fliegen? Ich habe immer einen Gast auf dem Kopf. Oh mein Gott. Ja, wir können wirklich fliegen. Mit jeder Fähigkeit, die ich entdecke, werden wir einfach noch mehr OP. Reicht hier vielleicht schon? Wir gehen mal wieder raus. Und wir landen oben. Perfekt. Und wir können fliegen. Dann würde ich jetzt mal das Auge der Glut einfach mal werfen, gehe ich von aus. Okay, es fliegt in diese Richtung. Und es droppt nicht, aber ich habe es auch nicht verloren. Warte mal, ich kann es unendlich werfen. Und über der Hotbar steht, wie weit ich entfernt bin. Dann fliegen wir jetzt einfach mal in die Richtung, würde ich sagen. Und das fühlt sich gerade so falsch an, zu wissen, wie weit der Stronghold entfernt ist und einfach hinzufliegen. Und ich merke jetzt gerade, wir haben durch die Vulkanrüstung einfach 2 Reihen Rüstung. Wir sind einfach gefühlt unsterblich, oder? So fliegen wir über den Nachthimmel. Wenn uns jetzt da unten jemand sieht, würde er sich aber wundern. Und wir müssen weiter nach hier, sehe ich gerade. Hier geht's runter. Und die Entfernung zeigt mir auch die Höhe an, merke ich gerade. Weil hier müssen wir schon runter. Dann tauchen wir mal hier durchs Wasser. Und hier geht's leider noch nicht weiter. Aber kein Problem, wir nehmen einfach das Wasser hier raus und bauen uns mal durch. Und dann geht's runter zum Stronghold. Oh mein Gott, hier ist Wasser, alles gut. Hier ist der Stronghold. Wir sind drin, perfekt. Und dann suchen wir mal den Portalraum. Hier haben wir noch eine Enderperle, die nehme ich mit. Hier haben wir einen Diamant, den brauche ich glaube ich nicht mehr, aber ich nehme ihn trotzdem mit. Oh, und hier ist der Portalraum, perfekt. Direkt mal abbauen. Und wir haben 2 Enderaugen drin. Ich würde jetzt auf jeden Fall schon mal das Auge der Glut reinsetzen wollen. Oh, das klappt und auch da ist es nicht weg. Nice, dann machen wir so den Portalrahmen voll. Nice. Dann gehen wir mit Sonnenschwert ausgerüstet rein in den Endfight. Hallo End, was geht? Ich fliege erstmal hier hoch, ich kann ja fliegen. Hallo Enderdrache, ich kann auch fliegen. Ich gehe erstmal auf die Endcrystals. Das geht richtig gut. Und damit haben wir schon alle. Dann gehen wir einfach mal rauf auf den Enderdrachen. Oh, eine Sache habe ich aber noch nicht ausprobiert. Wir können noch Shift halten, um zu explodieren. Das probiere ich mal. Achtung, Enderman. Oh mein Gott, ich fliege. Das ist nicht gut, oder? Okay, warte mal, das war komplett lost. Ich kann fliegen. Und ich glaube, ich kriege auch nicht besonders viel Fallschaden mit der Rüstung. Ich würde mal blocken und mich hier hinsneaken und gucken, was passiert. Zack. Nice. Überall brennen jetzt Enderman. Und wenn mir einer zu nahe kommt, dann zünde ich ihn einfach so an. Der Enderdrache kommt in die Mitte. Okay, dann sneaken wir uns hier hin. Ich hoffe, das macht ihm richtig viel Schaden. Oh mein Gott, ja, es macht ihm schon gut Schaden, aber nicht so viel, wie ich gerne hätte, ehrlich gesagt. Dann gehen wir einfach mal so rein und schlagen mit dem Sonnenschwert gegen den Kopf. Das ist deutlich besser. Dann fliegen wir dem Enderdrache mal hinterher und schießen ein bisschen mit dem Bogen auf ihn. Er ist fast down. Wir warten wieder, bis er in die Mitte kommt und dann sprengen wir ihn weg. Er kommt in die Mitte. Ich fliege hinterher. Dann wird es für uns Zeit zu sneaken. Und damit ist der Enderdrache down. Nice! Oh mein Gott, war das eine nice OP-Challenge. Der Enderdrache implodiert. Nice! Erstmal die Level einsammeln. Dann holen wir uns natürlich noch das Drachenei mit. Meins, nice. Dann fliegen wir hier raus und haben es geschafft. Und in einem richtig nicen Endfight den Enderdrachen besiegen. Nice!